Hier meldet sich Markus Wilmsmann von Mothergrid und ich bin jetzt mit Klaus Hünteler in Lohne verbunden. Klaus ist der Geschäftsführer von PanPro und dort finden am 18. und 19. Februar zum 11. Mal die PanPro Days statt. Hallo Klaus, guten Morgen. Grüß dich Markus, wie geht's dir? Klaus, erzähl uns doch mal ein bisschen. 1996 wurde PanPro gegründet, damals noch unter dem Namen Panmusik. Wie kam es denn zur Gründung des Unternehmens? Ja, wir waren jahrelang schon unterwegs in Sachen Veranstaltungen, haben selber aktiv Musik gemacht. Mein Bruder und ich waren damals Firmengründer, haben Top 40 gemacht in den glorreichen Zeiten, so mit viel Technik und viel Material und haben da eigentlich so die Leidenschaft zur Veranstaltungstechnik entdeckt für uns und haben dann gesagt, das macht Sinn, da auch andere Leute mit zu beglücken und haben dann irgendwie einen Shop aufgemacht in Lohne. Zunächst erst an einem anderen Standort, da waren wir so, wie das früher nun mal war, so ein kleiner Rock'n'Roll-Laden, Gitarrenabteilung im ersten Teil dabei, Licht- und Tontechnik haben wir damals immer schon gemacht und da haben wir so die ersten 10 Jahre dann Mischpulte, Veranstaltungstechnik, Boxen, Traversen und so weiter verkauft. Okay, und wie hat sich denn das Unternehmen entwickelt? Wo liegen denn mittlerweile eure Schwerpunkte? Macht ihr viel Touring oder seid ihr mehr für so Background-Dienstleistungen zuständig? Was ist denn so das Profil von PanPro? Also grundsätzlich ist es so, wir sind eigentlich die rechte Hand des Veranstaltungstechnikers, muss man wohl sagen, weil viele verlassen sich wirklich auf die Technik von PanPro, weil es oft so ist, dass der Tontechniker, der Lichttechniker selber noch mit auf die Tournee fährt, selber noch die Veranstaltung macht und der braucht eigentlich eine rechte Hand, die ihn mit den entsprechenden Materialien versorgt, die dann auf der Baustelle entsprechend benötigt werden. Das heißt, punktgenaues Landen, zuverlässige Lieferung, das sind eigentlich unsere Steckenpferde. Leute, die zu uns kommen, ein Problem haben. Manchmal sind es auch die Künstler direkt, die uns fragen und sagen, Mensch, wir haben jahrelang das so gemacht, wir würden es jetzt mal gerne anders machen. Und dann kommen wir mit unseren Partnern zusammen, mit den Herstellern von Produkten, kommen wir auf die Veranstaltungen ran, gucken uns an, was da ist, gucken dann, was wir vielleicht verbessern können und helfen dann im Prinzip Leuten richtig auf die Füße. Das tun wir jetzt von einem Standort aus, den wir irgendwann mal gewechselt haben. 2008 sind wir umgesiedelt an einen Standort auch in Lohne, das ist im Norden zwischen Bremen und Osnabrück. Das ist eine große Halle, unschwer zu erkennen, weil sie feuerrot ist, weil man sie von der Autobahn aus, von der Autobahn A1 sehr, sehr gut sehen kann. Und seitdem wir hier vorne sind, empfinden wir auch eine andere Wahrnehmung. Das heißt, viele Leute fahren hier am Wochenende vorbei und sagen, Mensch, jetzt weiß ich endlich mal, wo ihr seid. Und kommen dann auch auf Montag oder am Dienstag auf der Rückreise oft gerne mal vorbei und trinken uns ein Käffchen. Was waren denn so aus wirtschaftlicher Sicht die einschneidendsten Veränderungen? Wir haben festgestellt, dass das reine Handelsgeschäft quasi gar nicht mehr existent ist, sondern jeder, der zu uns kommt, hat schon was und braucht vielleicht was Neues. Somit haben wir für uns entdeckt, dass das Gebrauchtgeschäft mit hochwertigen Wirtschaftsgütern, so nenne ich die Sachen immer gerne, weil wenn ich ein Mischpult kaufe, was irgendwie 30.000, 40.000 Euro kauft, dann ist es ja nach einem Jahr nicht, gar nichts mehr wert, sondern dann ist es einfach weniger wert und auch da gibt es dann einen Kunden für. Das heißt, wir haben sowohl das Neugeschäft, was wir tätigen, aber wir haben auch ganz, ganz viel Gebrauchtgeschäft, was wir machen. Das heißt, dadurch, dass wir die Produkte sehr gut kennen, dass wir ganz tief in der Materie drinstecken, dass wir Spezialisten haben, die diese Pulte oder diese Technik auch entsprechend wieder aufwerten kann, reinigen kann, auch Software updaten kann, haben wir ganz, ganz viele Kunden, die auf uns zählen, wenn es darum geht, auch mal was Günstiges und was Gebrauchtes zu kaufen. Ja. Dann hat sich das Portfolio deutlich verändert. Wir haben irgendwann entschieden, gar nichts mehr mit Gitarren und Instrumenten zu machen. Daher auch diese Veränderung, Pan Music, dieses Thema Musik haben wir rausgenommen, weil wir gesagt haben, der Anspruch ist der professionelle Anwender und daher auch PanPro sicherlich der bessere Name an der Stelle. Und dann sind wir nach einiger Zeit dazu gekommen, Vertriebsprodukte aufzunehmen, das heißt selber zu importieren. Das erste unserer Vertriebsprodukte war das Thema Stative von VNB. VNB ist so der Marktführer in Sachen Top-Loader-Lifte, das heißt alles das, was hochgebracht wird an Lichttechnik oder an Lautsprechertechnik, wird mit Liften sehr, sehr häufig nach oben gefahren. Und da haben wir den Vertrieb für übernommen, 2005 war das. Und natürlich dazu auch den ganzen Service- und Wartungsbereich. Das heißt, wir servicen unsere Produkte, aber auch Fremdprodukte. Dafür haben wir eine Crew, die dafür durch die Gegend fährt, die zu den Verleihern, zu den Vermietfirmen hinfährt, zu den Stadthallen hinfährt und dort Wartung für solche Lifte macht.
logische Konsequenz daraus war natürlich, dass wir sagen, wir müssen auch drumherum ein bisschen was machen. Und dann ist für uns dieses Thema Stoffe und Konfektion uns angetragen worden. Da sind wir angefangen, inzwischen arbeiten hier 3 Leute permanent daran, Stoffkonfektionen für Leute zu machen, Lifte zum Beispiel zu cushen, dass man den Lift selber nicht mehr sieht, Traversen zu ummanteln, bis hin zu schwarzen Molotow-Theatervorhängen, die man auf- und zufahren kann, die ganze Technik, die zum Vorhang dazugehört, Aufhängung, Brandschutz, auf- und zufahren, hatte ich schon gesagt, und solche Sachen. Das heißt, das Stativ als solches plus das Stück Traverse plus den Vorhang ist im Prinzip ganz oft eine Einheit und die kriegt man bei Pan Pro natürlich aus einer Hand an. Wir haben halt den großen Vorteil, dass wir Spezialisten haben für den Bereich Lichttechnik, Tontechnik, Videotechnik, das Stativ, den Vorhang. Das heißt, wir können wirklich von A bis Z das ganze Portfolio abdecken, zum Teil mit Exklusivprodukten, sprich Vertriebsprodukten, aber zum anderen auch mit Handelsprodukten. Das heißt, wir verkaufen ein Mikrofon von Shure, wir können aber auch ein Sennheiser-Mikrofon liefern. Wir haben ganz, ganz enge Beziehungen zu D&B als hochwertigen Lautsprecherhersteller, wo wir komplett ein Stadthallenprojekt mit abdecken können oder Theater. Und wie gesagt, wir haben die technische Kompetenz, eben auf breiter Front den Kunden zu bedienen, ja. Und am 18. und 19. Februar öffnen sich ja jetzt zum 11. Mal die Türen von Pan Pro für die Pro Days. Was erwartet denn die Besucher dort? Pro Days, wie gesagt, ist inzwischen schon eine feste Institution geworden, für uns zumindest, für viele unserer Kunden auch schon. Lieferanten, die dort sich präsentieren, und da bin ich auch sehr, sehr stolz drauf, weil das Ganze lebt einfach nur auf der einen Seite vom Lieferanten, von den Produkten, von den Neuheiten, die wir haben, dieses Spannende in dieser Branche. Das ist das, was man hier auf den Pro Days ganz, ganz häufig wiederfindet. Und natürlich die Kunden, die all die Jahre uns hier wieder besuchen und vorbeikommen. Und dafür lohnt es sich alleine schon, hier mal vorbeizuschauen, weil wir haben viele tolle Kunden, wir haben viele tolle Lieferanten, tolle Produkte. Leibliche Wohl ist natürlich bestens versorgt und das Ganze über 2 Tage. Da lohnt es sich wirklich mal durch die Tür zu schauen, weil man kriegt Wissen umsonst. Wir haben kostenlose Seminare, die wir an den Tagen anbieten, verschiedenste Klientele. Das heißt, auf der einen Seite ist der Architekt und der Fachplaner, der Elektroumsetzer da. Es ist der Verleiher da, es ist der Tontechniker vor Ort, der Lichtinszenierer. Und es ist wirklich eine wirklich bunte Mischung von Menschen, die sich hier findet, die alle am gleichen Thema arbeiten, nämlich an der guten Laune von Menschen, mit Menschen auf Veranstaltungen. Das macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. Dazu gibt es noch einen Sonderverkauf, den wir immer alle Jahre schon machen. Das heißt, alles, was sich über die Jahre zum Beispiel an Vorführwaren, an Demowaren, an Gebrauchtequipment angesammelt hat, einige Lieferanten sponsern uns da auch mit gewissen Schnäppchen, die man da machen kann, haben wir immer einen riesig großen B-Stock und Sonderverkauf angeschoben. Da wird unser Lager einmal aufgemacht an dem Tag und dann kann man dann so richtig schön stöbern und auch als vielleicht Neukunde bei Pan muss ich einfach mal durch die bei Pan Pro einfach mal durch die Tür gucken, sich da nach Herzenslust bedienen und ein paar Sachen rumzustöbern. Volles Haus und volles Programm also bei den Pro Days von Pan Pro. Klaus, ich sage vielen Dank für das Gespräch und wer jetzt neugierig geworden ist und am 18. und 19. Februar gerne zu den Pro Days fahren möchte, der kann sich unter der Homepage-Adresse www.pan-pro.de informieren. Es wird auch darum gebeten, sich anzumelden, damit die Crew bei Pan Pro abschätzen kann, wie viele Leute denn kommen. Klaus, viel Erfolg und bis zum nächsten Mal. Dankeschön, Markus. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Ciao.